Salut alle Gue, da sind wir nächstes mit einer neuen Folge Yuki TV. Das Jahr haben wir mal am Programm nach einem Serge Tonin, der Pascal Fouvolz, die Equipe aus dem Am Grund an der Stadt. Und dann haben wir noch den Endanösen von den Gringen von Kehlen. Der Gesicht ist hier im Studio zu Ulm, ich meine eine kleine Tour. Jugendhäuser mal los, löst nicht so, dazu auch mehr Infos spät. An die Yuki News, mal an. Das heißt, ihr könnt ganz gerne im Lernst kommen, auch Projekte machen, Reportage selber schneiden, für eine Sendung. Ja, genau, alle Infos dazu von daheim drin, wie immer könnt ihr ja uns kontaktieren. Dann halte ich euch nicht lange ab, dann gebe ich ein Handy und dann Ende. Alles. Guten Morgen. Meine Massen sind anders, wohnen 62 Jahre zu Nürnberg, was ich leicht seit der letzten Wahlen eh von den zwei geringen Vertretern an der Menge. Als Ingenieurtechnicien habe ich 21 Jahre am Service Aménagement Kommunal vom Innenministerium geschafft und auch geholfen, als Käfer mehr menschengerecht zu gestalten. Ich werde mich an der Gringerpartei, ich werde nach der Gringerpolitik, das ist relativ einfach, der Erwärmung aus. Nachweisbar und den Abfluss von der Industrie zusammen mit alten Konsumgewinnigten und den CO2-Ausstoß sind unbestritten. Ein viel Brennstoffe, die sich über Jahrtausende gebildet haben und dabei CO2 gewonnen haben, verbrennen wir innerhalb von einem Jahrhundert. Wenn die ganze Welt so konsumieren wie Luxemburg, so wäre mein Planeten möglich. Nur am Zeiten von der Pandemie am anderen Konsum was als Wirtschaftssystem angebracht. Jeder hat erkannt, dass Geld muss drehen, die als System im Laufenden zu halten. Wie können wir nur am Respekt zu unserer Umwelt konsumieren? Viele von unseren Gewinnigsten müssen wir überdenken und mehr bewusst konsumieren. Beispiel Lebensmittel. Sie sollen hochwertig und am besten aus lokalem Anbau kommen. Mit Leute früher ein Drittel von ihrem Abkommen ausgeben, verzichten, solange wir halt noch gerade bei 10%. An der Gemeinde Kiel nehmen wir die Chance, dass die Bauern Obst und Gemüse aus lokalem Anbau anbieten. Am Abgang von Nussberg gibt es einen Stand, gerade auf die Käsberg und zu Kiel. Zu Kiel wird auch ein Gemeinschaftsbauer an den Gemeinschaftsgärtchen nachkommen. Das saisonale Produkte ohne performanten Food trinkt, schmecken richtig gut und sind gesund. Richtig aus von mir, also nur passend zur Saison, Fuchsat, Erdbeer, Kirschen, Essen und dann mal viel Freude, die nächste Saison werden und dann den Genuss und Vierkant umgehen. Ein weiterer Punkt, der noch wichtig ist, das Brunnen. Haut aus der Standard ein Passiv- oder ein Energie-Plus-Haus, wo es sich wunderbar darauf wundern lässt. Schon 2009 hat der Umweltminister Marco Schank von der CSV mein Haus mit der Gringer Hausnummer ausgezeichnet, wo ich ganz stolz drauf bin. Ich finde dann sein Haus und er zeigt sich aus durch seine Orientierung, der Tisch. Die große Fassade muss zusammengedreht sein, aber wenn man fertig bringt, von der großen Fassade die Milchfenster aufzubauen und geht auf den Norden hin, alles zu machen. Da können wir so ein Performant konstruieren. Die Feier, die wir so aufgelöst haben, das nicht in den Geschenk zu machen, das ist auch ganz agiabel für Lohan und Warmwasser, das ist ganz gut Klima. Das trägt auch dazu bei, dass Sonnenstrahlen ein Rasenverkehr gibt an das Haus. Und dann haben wir am Haus einen schwarzen Boden. Einen schwarzen Boden, so gehen die Sonnenstrahlen, die fallen da drauf und die gehen umgewandelt an. Hitzstrahlen. Und so wie den Eisbier auch funktioniert, ein Eisbier mit einem schwarzen Haut, und so gehen Sonnenstrahlen und Lichtstrahlen, die umgewandelt werden, Hitz, die bleiben am Hals halten. Also so sieht er, rein durch physikalische Eigenschaften kann ich schon ein ganz gut warmes Haus bauen. Nebenbei, just durch das Haus richtig gedreht ist, kann ich bis ein Feuer von den Energiekosten ersparen. Umwelt, als Insekten sterben, eine andere. Durch Monokultur, Aufwendung von Pestiziden und nicht zuletzt durch übertriebene Beleuchtung an der Licht. Auf Platz von dunkel gemeinten Viergärtlichen und Pelosen
kann in einem Naturwies oder Ökowies umlegen. Die Insekten und Teile so, merci, an mir selber, wie viel man erbt, an noch viel mehr dran. Das pro Beispiel soll uns weisen, wie liegt das, als ein Planet zu helfen. Ich wünsche euch weiterhin eine ganz gute Zeit an eure schöne Gemeinde. Merci, bis dann. Hallo alle Bürger, hi, sind wir aus dem Yuki. Wir sind heute zu Ohren. Wie ihr vielleicht gesehen habt, können wir als Heiner gerne spontan Mäuse kommen. Heute muss man ein bisschen anrichten, alles. Der Tisch, ihr könnt gerne kommen, wenn ihr Ideen wollt, alles ein bisschen helfen. Zu Kirchen machen wir den 30. Juni. Wir haben ganz normal auf. Ihr dürft bis zu 10 Leute zusammen rauskommen. Denkt darum, eure Masken umzugehen, ihr Hand zu desinfizieren. Natürlich sind nicht alle Aktivitäten möglich, wenn wir gucken, aber natürlich zusammen, was wir können machen. Und wie ihr vielleicht an diesem Video gesehen habt, aus dem Halli Rally Long River, die drei Gewinner stehen fest. Wir wollten schnell ein paar Filme gemacht haben, dass ihr alle mitgemacht habt, und war wirklich flott. Voilà, wir haben ein kleines Video gemacht, wo ein bisschen Highlights drauf sind, cool Fotos, Videos, was so an den Challenge gefreut war, könnt ihr euch angucken. Ja, viel Spaß dabei. Merci an, mein Adjuk geht nicht so super, ich hoffe, wir sind schon zu viel, das war ja schon ein großes Aufruhr. Zudem wollte ich noch ein großes Merci sagen an jeden, der beim Halli Rally geholfen hat und an alle Gemeinden, die dabei waren und auch besonders mein Freund Luc von Mama. Super, dass du da so gut für uns geregelt hast. Da kommen wir zu unserem nächsten Beitrag, Logiman de Grun, oder wie sie es nennen, Am Grun, den auch Am Grun ist, natürlich in der Stadt. Wo ihr ja viele verschiedene Sachen in Zukunft kann machen, Zeit kann verbringen und ein cooles Angebot hat für verschiedene Probleme. Viel Spaß! Wie wird das produzieren? Was musst du heute am Grund? Meistens heute dabei gestorben ist vier Ecke Sandwich und Getränke zu kaufen, umgestellt nach heute am Platz. Dafür ist das besser funktioniert. Ich habe mir die Idee für Tiny Hause, Tiny Offices zu bauen, die Hanno, der Rahmei füllen, aber wo Hanno dann eben Leute drauf schaffen können. Cool, ma das ist ja cool. Aber wenn ihr so das Ganze starten? Am besten Fall nächsten Juli. Na ja, dann haben wir das mal gut fest. Tipptopp, dann switch meinke, oder willst du das zu tun? Nö. Nee, das schon mal. Okay, Mädchen, hi vom Grund. Maida an die Rena. Ich gesehen dich gerade nicht, weil das geht nur. Okay. Drehen ein Kerl. So. Mädchen schon von dran. Ma ist die Webdesigner, Grafikdesigner. Und ist die Projektmanager. Mach das nicht kurz. Ma, das ist ja gut. Aber was macht ihr heute zusammen oder so? Also wie hast du das jetzt zusammen geschafft? Ich bin sehr gerade, denn es passt für das Beste nie. Wir kriegen auch neue Kork, die von euch schaffen. Okay. Genau. Okay, Maya, tipptopp, tipptopp. Und dabei, da kommen wir bei Misch. Moin. Ich bin Anissi, ich war bei Misch für die Kai. Also, ich habe meine kleine Kai so genauso gut gebüstet wie fertig, kann ich sagen. Das ist ein bisschen noch die Janine, aber das ist klein, aber fein.
Voilà. Und ich hoffe, dass ich auch mal meinen kann, euch dazu beitragen. Und ich meine, es ist cool, weil jeder Arena nur sein so muss. Da gibt es ein Witschbett. Der Tee schalte ich fix. Am Juli kommt da einer. Und dann kann ein Sandwich jetzt. Cappuccino trinken. Und dann können wir mal gucken. Und gucken, wer da gerne die euch schaffen möchte. Ich meine, da sind von allen Bereichen dabei. Und wir sind eben am Grund. Falls ihr nicht wisst, wo wir sind, vielleicht erkennt ihr den Strauß. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Genau. Ja, voilà. Voilà. Allez, wir sehen euch. Ciao. Schon der dritte Platz. Merci dafür, da kommen wir mal bei der Pascal von Wals, den uns eine kleine Anekdote, ein kleines Schild erzählt. Hey Yuki, welcome back. Und zwar, natürlich war der Jack Black gespielt bei Tenacious D, die im Februar in der Rocker gespielt hatten, war die Band gewesen, das Doppelsong von der Frau von der letzte Kerl. Mir ist so verrückt, wie der Jack Black sich dann auch an der Öffentlichkeit und auch an seine Filme geht, so sind auch verschiedene andere Künstler einfach ein bisschen, jausi an der, an Kopf gehen durch hier ganz, Popularität und so. Und so war 2007 eine berühmte Künstlerin, die dann auch ein bisschen durchgedreht hat, hat trotzdem nicht einen Glatz geschnitten gehabt und das ganz, ganz komische Auftritt an der Öffentlichkeit gehabt, hat sich auch 2007 von seinem dämonischen Freundschäden gelöst gehabt, nachher und da, und zu der, auch noch eins da an der Öffentlichkeit zu gesehen. Und laut froh, wie ein Frauenmensch war, das hat A. Britney Spears oder B. Jennifer Lopez. So, schreibt ihr immer im Ende an Kommentare, er antwortet an, bis geschwind, aber bleibt gesund. Ciao, ciao. Merci Pascal, da sind wir schon zum Schluss von unserer Sendung. Wie immer, hey, das schickt euch Sachen ran, wenn ihr etwas Cooles gemacht habt, wenn ihr einen Beitrag habt, wenn ihr etwas Interessantes am Leben macht, dann euch davon ein bisschen etwas weisen. Einfach bei uns melden, wir freuen uns bestimmt einen Platz in unserer Sendung. Ich will einfach so ein großes Merci schon mal an Jutfrein, der an der Sendung immer mitgewirkt hat. Wie sowieso in der Stadt, mit der nächsten Sendung, Sendung Nummer 10, wird die letzte für eine große Sommerpause. Dann wird man natürlich umstrukturieren, wir werden als Sendung probieren, noch mehr interessant zu machen, noch mehr Jugend mit ranzubringen. Genau, da könnt ihr gespannt sein, auch von den Ideen hört oder motiviert das, kann ich euch gerne bei euch melden für Beiträge. Schreien drinnen, auch von dieser Sendung von der Alt Links, aber auch der Kontakt, wenn ihr selber wollt etwas machen oder nächstes Jahr wirklich vielleicht ein bisschen fester Bestandteil von unserer Emission sind. Wären wir froh. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Tag. Da geht weiter mit Serge Tonner und dann sehen wir uns bei der letzten Sendung Nummer 10 nächstes Jahr. Adi, merci, ciao! Wir sind zusammen. Wir schicken euch heim ein Lied Disneyland, das 10 Jahre und das aber irgendwie ist aktuell, besonders im Kontext von Rassismus, Antirassismus. Es geht um Disneyland, also um ein Land, das sich noch draußen als ganz schön und proper weist, so wie Eistländchen zum Beispiel, mir überhaupt den ganzen Westen, weist sich noch draußen als Reichland, Gesundland, Schönland. Und dann ist es doch ganz normal, dass wenn man sich so an den Medien dann überall noch draußen verkauft, dass Leute, denen es mir schlecht geht, aus mir armen Ländern kommen, wollen an so Länder hinreisen. Und dann, wenn die Leute bis heim sind, dann weisen wir uns aber, probier mal nicht mehr so weltoppen. Aber wenn die Leute kein paar Bayern haben, dann müssen sie hei quasi durch die Hölle gehen, für überhaupt dürfen hei zu bleiben. Durch eine administrative Hölle, eine bürokratische Hölle, eine psychologische Hölle. Und das sind so die zwei Gesichter von dem Disneyland und von der Welt, die sich eben noch draußen ganz offen geht und noch bannen vielleicht nicht so offen. Also das ist ganz einfach für antirassistisch zu sehen und Sachen zu so wie Black Lives Matter und so weiter. Aber es müssen sich auch freuen, was klappt bei uns für ein eigenes Haus dir nicht so richtig. Wie empfängen mir Leute aus anderen Kulturen? Wie gehen die bei uns behandelt? Wie viel Rechte haben die bei uns? Zum Beispiel politisch Recht oder die Leute, die bei uns all der Schaffe kommen, aus dem nobischen Land, die genauso ausgesehen wie mir, die sogar auch größtenteils als Spruch schwätzen, die aber kein politisch Recht dabei haben. Auch das sind Formen von Xenophobie und die muss man auch gemeinsam bekämpfen. Viel Spaß beim Lied Disneyland.
Spaß. Heilend leid, sammy traurig, du wir viel nie geil. Feuer brät sich aus, ganz langsam der Scherz steht auf Flamme.